lieben YouTuber, ja, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja, meine Lieben, ich bin heute wieder zurück mit einem neuen Video und das hat auch einen ganz tollen Grund, denn ich habe vom Sven vom Messerdepot Kinas ein Paket zugeschickt bekommen und heute zeige ich euch ein richtig cooles Bushcraft Messer. Ja, von welcher Marke das Ganze ist, wie das aussieht, schauen wir uns jetzt im Video an und ich würde einfach sagen, lehnt euch zurück und habt ganz viel Spaß dabei. Ich weiß nicht, ob alle Leute von euch den Shop schon kennen, aber für die Leute, die Messerdepot vielleicht zuvor noch nicht gehört haben, zeige ich euch mal kurz das Kärtchen, denn hier steht auch nochmal die Homepage drauf, also www.messerdepot.de. Ich werde die Homepage natürlich unten nochmal in die Infobox packen und auch hier nochmal einblenden. Ja, da könnt ihr einfach nochmal drauf schauen, etwas stöbern und ich werde natürlich auch noch den Link zu dem Messer direkt in die Infobox packen. Ja, und Leute, ich habe euch ja noch nicht verraten, um welches Schätzchen es geht. Und das verrate ich euch jetzt, denn es geht heute um das QSP Bison. Ja, und das werde ich euch jetzt erstmal zeigen, beziehungsweise die Verpackung, damit ihr auch wisst, wie das Ganze so aussieht, wenn ihr das denn bekommt. Und dann schauen wir uns natürlich später das Schätzchen in vollster Pracht an. Also, los geht's mit der Verpackung. Tada! Schaut mal, Leute, das hier ist die Verpackung vom Bison. Also die ist relativ einfach gehalten, aber ich finde das auch manchmal überhaupt gar nicht schlimm, weil letztendlich kommt sowieso auf die inneren Werte an. Ja Leute, nehme ich auf das, was da drin steckt und das hat es wirklich in sich. Also mir wäre das auch total egal gewesen, wie das äußerlich aussieht. Und was ich aber sehr, sehr cool finde, ist, was hier drauf steht. Denn Better Knife. Better Life. Ja, Leute, das passt total. Also ich finde es mega. Und ja, hier an der Seite findet sich dann noch kurz die Info zu der Modellbezeichnung und natürlich auch zu den Materialien. Ja, und ja, ich öffne das Kartönchen jetzt mal und dann schauen wir uns mal an, was denn da drin ist. Als erstes ist hier ein Garantiekärtchen mit bei, mit den ganzen Infos auch zu der Seite selbst von QSP. Und da steht nochmal drauf, dass sie zum Beispiel auf die Materialien lebenslange Garantie gewähren. Ja, auf der anderen Seite ist quasi das Messer mit Scheide und Co. nochmal kurz aufgeführt mit den kleinen Infos, wie lang das denn ist, also die Maße und so. Und ja, einfach mal so in Kurzfassung, damit man einen schnellen Überblick hat, weil vielleicht haben manche auch nicht so die Möglichkeit, so im Internet immer nachzuschauen oder so. Und dann, wenn man das jetzt verschenkt und der ist vielleicht damit nicht so im Thema, finde ich das immer sehr cool, Leute. Ja, und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal die Scheide, also ganz alleine, ohne das Messerschätzchen. Und ja, die zeige ich euch jetzt mal. Tada! Schaut mal, Leute. Also, ihr seht hier schon eine schwarze Kydex-Scheide. Ja, Leute, wir haben hier wieder Kydex verbaut. Finde ich mega cool. Ich bin persönlich ein sehr großer Fan davon, weil es ein super robustes Material ist. Also hört mal. Mega. Also sei es der Adapter, weil hier ist auch ein Adapter drauf. Aber warum und wieso, erzähle ich euch sofort. Und das hier ist die Kydex-Scheide. Und die ist nicht kaputt zu bekommen, Leute. Also ich finde die immer so cool, vor allem wenn man die Outdoor mit dabei hat. Und dem Messer selbst passiert dann natürlich auch nichts. Und ja, die hat hier dann natürlich Bohrungen und ja, hier Vorkehrungen dafür, dass ihr da Schrauben befestigen könnt. Das hat auch einen Grund, aber ich zeige euch jetzt erstmal die Gürtelschlaufe. Ja, hier oberhalb haben wir einmal eine robuste Gürtelschlaufe. Die ist auch sehr breit, wie ich finde. Also da dürfte jeder handelsübliche Gürtel durchpassen. Und ich finde die auch sogar etwas breiter. Ja, und die ist hier hinten festgeschraubt mit zwei Schrauben. Die könnt ihr aber natürlich auch lösen. Wenn ihr jetzt sagt, ich trage mein Messer niemals am Gürtel oder so, dann könnt ihr die natürlich abmachen, weil dann, also wäre das jetzt einfach so mit der Scheide und dann hättet ihr jetzt diese Schlaufe oberhalb nicht.
Und jetzt möchte ich euch natürlich erklären, warum ist hier vorne denn so ein Adapter überhaupt auf der Kydex-Scheide? Ja, das hat nämlich folgenden Hintergrund, und zwar das hier. Ja, Leute, kennt ihr das schon oder nicht? Also, für die Leute, die es noch nicht kennen, es ist ein TechLock-System. Was es damit auf sich hat, erkläre ich euch jetzt, aber das ist auf jeden Fall auch aus sehr robustem Kunststoff, Leute. Das ist, ja, hört ihr auch schon, das ist mega festes Material und ist ja auch immer wichtig, also wenn man das Messer befestigt, dass ihr das dann natürlich auch nicht verliert. Ja, hier oberhalb ist quasi wie so ein Knopf und wenn ich den runterdrücke, kann ich dieses TechLock-System öffnen. So sieht das Ganze aus. Ihr seht dann hier schon ganz viele Löcher, genau, und hier auf der unteren Seite die zwei Schrauben, ja. Die sind jetzt natürlich mit dem Adapter zusammen befestigt und somit könntet ihr jetzt, wenn ihr hier jetzt einen Gürtel durchzieht, einfach dieses TechLock-System nehmen, um euer Messer zu befestigen. Wenn ihr jetzt sagt, ich will auf diese Gürtelschlaufe verzichten, könnt ihr das hier mitmachen. Ihr könnt das aber auch an jedem anders beliebigen Riemen oder an eurem Rucksack befestigen. Da müsst ihr einfach schauen, wie das für euch dann am angenehmsten ist. Und dann könnt ihr das einfach runterdrücken. Der Gürtel rastet quasi ein, also das sitzt bombenfest, Leute. Und dann verliert ihr das Messer nicht mehr. Also hier passiert gar nichts. Ja, was dieses System noch kann, zeige ich euch aber jetzt. Ich öffne das jetzt nochmal und ihr habt ja hier gesehen, dass hier ganz viele Löcher sind. Ja, und dann fragen sich manche sicher, warum so viele? Ich habe das doch jetzt fest und es passt doch und so. Das hat folgenden Hintergrund. Einmal könnt ihr das Höhen verstellen, also ihr könnt das dann versetzen, je nachdem, wie das für euch am angenehmsten ist, vom Messer her, weil dann muss man ja immer schauen, wie hoch das Messer sitzt oder wie niedrig. Und erstmal das, also wenn ihr das Messer so tragen möchtet, und dann könnt ihr das System auch drehen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit zwischen horizontalen und vertikalen Tragen. Und wenn ihr das Messer jetzt so tragen würdet an eurem Gürtel, könntet ihr das so hinten rausziehen. Hätte also was ultra cooles. Ich finde es mega cool und ich mag das total. Also ist auch nicht mein erstes TechLock-System, was ich an einem Messer dran habe. Und ja, ich finde es auf jeden Fall toll. Ihr habt natürlich die Option, das komplett zu lösen. Also wenn ihr jetzt sagt, ich mag das TechLock-System überhaupt nicht, ihr könnt dann hier einfach die Schrauben lösen, dann löst sich der Adapter und von der Gürtelschlaufe her wäre es jetzt genau dasselbe. Also hättet ihr auch quasi die Möglichkeit, das Messer ganz allein in der Kydex-Scheide zu transportieren. Ja, und es ist schwarz, es passt zu einem. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr mir das natürlich alles unten in die Kommentare schreiben. Und von innen sieht das Ganze so aus. Ja, da verstaue ich das Messer, schätze ihn gleich auch. Und dann schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Für die Leute, die sich jetzt noch fragen, wie das von unten aussieht, seht ihr das? Da ist hier unten auch ein Loch. Und das ist natürlich dafür da, wenn ihr das Messer dann drin stecken habt, dass die Flüssigkeit dann nach unten ablaufen kann. Ist ja auch immer sehr wichtig. Ja, Leute, und dann würde ich sagen, ich zeige euch jetzt mal das wunderschöne Bison. Tada! Schaut mal, Leute. Ja, also ich liebe wieder diesen Moment. Ich finde es so, so wunderschön, ja. Ihr könnt mir jetzt ja gleich mal zu Anfang schreiben, wie ihr das findet, was euer erster Eindruck ist. Es ist, ja, für mich eine kleine Bushcraft-Messerperle. Ja, ich finde das so schön. Ja, und das hat natürlich folgenden Hintergrund auch. Erstmal ist es das erste Messer, was ich euch heute vorstelle, mit Mikata-Griffschalen. Werden die ersten jetzt wahrscheinlich auch schon direkt gesehen haben. Und ich bin ein so, so großer Fan von dieser Klinge. Vor allem in Kombi mit den Griffschalen und den Materialien vor allem auch, Leute. Es ist auch mein erstes QSP-Messer überhaupt. Und
Ich kann euch einfach sagen, so wie mein erstes Gefühl war, als ich dieses Messer in der Hand gehabt habe. Ich habe das ausgepackt und da habe ich gedacht, wow. Das war wirklich so ein Moment, wo ich so hin und weg war, wo mich eine Marke überrascht hat, wo ich wirklich sagen konnte, hey, das ist etwas völlig Neues für mich, aber was ich gleichzeitig jetzt auch neu für mich entdeckt habe und ich bin so, so glücklich darüber. Leute, ich zeige euch das natürlich gleich im Detail, aber es liegt so gut in der Hand und es ist so wahnsinnig gut verarbeitet. Es ist einfach ganz, ganz toll. Ja, ich denke, ihr werdet ähnlich denken, wenn ich euch das gleich natürlich auch nochmal detailliert zeige und verrate, aus welchen Materialien das gemacht ist und so. Und ja, Leute, ich würde sagen, ich schwärme jetzt gar nicht weiter. Ich lege das jetzt mal auf den Tisch, werde das natürlich für euch messen. Wir schauen uns an, wie lang das ist, wie gesagt, aus welchen Materialien das besteht. Und ja, das machen wir jetzt erstmal. So, dann fangen wir mal mit dem Wiegen an und ich lege das Bison jetzt hier auf die Waage und da haben wir ganze 200 Gramm. Und jetzt lege ich auch noch die Kydex-Scheide mit dem Adapter und der Schlaufe da drauf und da haben wir jetzt insgesamt 342 Gramm. Weiter geht's jetzt mit den Maßen und hier haben wir eine Gesamtlänge von ca. 22,5 cm und die Klinge hat eine Gesamtlänge von 11 cm. Die Klingenstärke beträgt 4,5 mm. Weiter geht's jetzt mit den Materialien. Ja, und ich würde sagen, wir fangen bei der Klinge an. Diese wunderschöne satinierte Klinge besteht aus rostfreiem D2-Stahl. Ja, ich selbst bin ein sehr großer Fan von dem Stahl. Der steht hier auch für eine hohe Schnitthaltigkeit und hier sieht man auch einen wunderschönen Schliff, also ganz toll verarbeitet. Und hier auf der anderen Seite der Klinge findet sich einmal noch die Bezeichnung des Stahls wieder, nämlich ein kleines D2. Der Griff hier hat, wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Farbe. Also passt jetzt auch zum Tisch, Leute. Irgendwie voll schön. Und ja, der besteht nämlich aus Denim Jeans Blauen Micarta. Ja, und der hat eine sehr, sehr schöne, weiche Oberfläche. Also das ist ganz, ganz toll gefertigt. Schaut mal, Leute. Und das liegt unglaublich gut in der Hand. Die Griffschalen sind hier natürlich geschraubt, beidseitig, wie ihr seht. Ja, also die sind von drei Schrauben geziert. Oberhalb sieht das Ganze so aus. Hier finden sich dann natürlich noch die Daumenrillen wieder. Sehr schön angebracht, liegt super in der Hand, Leute. Ja, von unten sieht das Ganze so aus. Also wir haben ja, wie gesagt, eine erstklassige Verarbeitung. Hier unterhalb des Griffs findet sich dann einmal noch eine Fangriemenöse wieder. Da könntet ihr jetzt ein Lanyard befestigen, das bleibt aber jedem selbst überlassen. Ich finde, bei diesem Messer muss das gar nicht sein, das ist einfach so schön. Und ja, was hier natürlich auch wichtig zu erwähnen ist, wir haben hier natürlich auch wieder ein 42A-konformes Messer, weil wir eine Klingenlänge von 11 cm haben. Und was die meisten sich sicherlich auch fragen, wie es hier hinter der Griffschale aussieht. Also wir haben hier eine durchgehende Klinge, Leute. Und dadurch könnt ihr natürlich super mit dem Messer arbeiten. Es ist super robust und das ist ja auch das, worauf es bei einem Messer ankommt, dass ihr euch hier auf dieses Bushcraft-Messer verlassen könnt. Ich muss euch jetzt auch einfach nochmal zeigen, wie wunderschön das hier verarbeitet ist. Also es ist einfach glatt, Leute. Ihr habt hier keine Kante oder so oder irgendeine Rille, die ihr fühlen könnt. Das ist wirklich eins. Und dadurch fühlt sich das oberhalb natürlich ganz toll an. Auch ja hier unterhalb, das ist alles schön verarbeitet. Diese Griffschalen sind echt so, so angenehm in der Hand. Und ja, ein klasse Design, eine super schöne Farbe, wie ich finde. Wie ich euch ja eben auch schon gesagt habe, besteht die Messerscheide aus Kydex, beziehungsweise dieses ganze System natürlich inklusive des Gürteladapters.
Hier oberhalb findet sich dann einmal die Gürtelschlaufe wieder, die aus Cordura besteht. Und der Stoff ist wirklich sehr weich, aber gleichzeitig super robust und ja, ist natürlich ganz toll verarbeitet. Dann möchte ich euch natürlich noch einmal kurz die Scheide messen, damit ihr auch wisst, wie lang das jetzt insgesamt wäre. Und da haben wir hier ungefähr eine Länge von 25 cm. Die Breite beträgt hier ungefähr 5,5 cm und die Gürtelschlaufe hat ungefähr eine Breite von 3,7 cm. Die Breite inklusive des Techlocks beträgt 3 cm. Und für die Leute, die sich jetzt fragen, wie breit denn der Gürtel sein darf, also wir haben hier ungefähr eine Länge von 8 cm und dann ist Ende, Leute. Also dann wisst ihr darüber auch einmal Bescheid. So, da bin ich wieder, meine Lieben. Und ihr habt jetzt alle Details zu dem Messer erhalten. Wenn ihr an dieser Stelle Fragen habt, könnt ihr mir das natürlich alles noch unten in die Kommentare schreiben. Aber für die Leute, die jetzt sagen, nein, ich will nicht, dass es vorbei ist, zeig mir bitte noch mehr. Ja, für die habe ich natürlich jetzt noch was. Ich habe das Messer natürlich ganz detailliert gefilmt, werde euch das jetzt nochmal einblenden und dann sehen wir uns gleich nochmal hier wieder. Ich hoffe, ihr habt es genossen, Leute. Ich liebe das einfach so sehr. Ich mag das auch so, wenn ich dieses Messer einfach nochmal so im Detail filmen kann, euch zeigen kann, weil ich bin wirklich begeistert von dem Schätzchen. Ich halte es jetzt auch nochmal hoch. Schaut mal, Leute. Es ist so schön. Das ist echt so schön. Das ist echt klasse. Auch diese Farbkombi, also ich finde, das kommt richtig gut rüber. Also wir haben hier eine wunderschön satinierte Klinge. Dann einfach dieses tolle Mikata 1A Verarbeitung, Leute. Und ich bin ja, wie gesagt, also wie ich schon mehrfach erwähnt habe, ein großer Fan von D2 Stahl und ja, mega. Also dieses Bushcraft-Messer ist wirklich was ganz, ganz Tolles. Wir haben hier auch diese Daumenrillen, habe ich ja auch schon gezeigt. Und wenn ich das so in der Hand halte, also ich glaube, das wird einer der wenigen Messer sein, womit man auch stündlich arbeiten könnte und dass man da wirklich keine Schmerzen hat, weil das hier oberhalb so schön glatt ist. Also toll, einfach richtig, richtig toll. Und ja, ob ich das mit einem Lanyard versehen werde, weiß ich noch gar nicht. Also habe ich euch ja auch gezeigt, hier ist ja auch diese Öse. Das werde ich mir mal überlegen, vor allem auch dann welche Farbe. Aber ich bin hin und weg, Leute. Ich liebe, liebe dieses Messer. Ich liebe es einfach, ja. Und das hat mich überrascht und das ist auch genau das, was ich liebe, was ich so, so toll finde. Generell, wenn ich etwas Neues sehe, ein neues Messer in der Hand habe oder etwas Neues einfach für mich entdecke und dann sofort dieses Gefühl habe, so, das ist es. Also wisst ihr, was ich meine? Weil man hat ja sonst immer im Kopf so, dieses Messer finde ich toll und ist da so vielleicht so in einer Schiene, wo man sagt, die mag ich alle und ist da vielleicht noch so ein bisschen zurückhalten und dann hat man genau das in der Hand und wird vom Gegenteil überzeugt. Ja, und
Das war jetzt auf jeden Fall alles zu diesem wunderschönen Messerschätzchen und ich zeige euch jetzt nochmal, wie das aussieht, wenn ich das dann in der Messerscheide verstaue und zack, seht ihr das? So sieht das dann aus. Ja, und das sitzt bombenfest. Also hier auch nochmal, ich kann das nicht ruckeln, das ist so ultra fest. Und das ist natürlich auch immer ein wichtiger Punkt, vor allem jetzt auch, wenn ihr das Messer zum Beispiel so rumtragen würdet, dann könnt ihr das nicht verlieren, Leute. Also was hier das Geräusch macht, ist jetzt die Gürtelschlaufe. Ihr könnt das nicht verlieren, es ist so schön. Ich liebe es. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt gesagt habe, aber es ist einfach so, Leute. Es ist so. Falls ihr das Messer auch schon in eurer Sammlung habt, könnt ihr mir ja schreiben, wie das ist. Und für die Leute, die das noch nicht haben, ja, schaut doch einfach mal auf die Seite drauf, also www.messerdepot.de. Und ich habe noch etwas Kleines für euch, denn wenn ihr einen Einkauf tätigt auf der Seite, dann könnt ihr im Bestellvorgang einfach den Code Divi eingeben und dann werden noch mal 5% abgezogen. Ja, also ich finde, das ist eine sehr coole Sache. Schaut da einfach mal drauf und wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und ihr dürft natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ja, und dann könnt ihr auch dieses Mini-Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr natürlich sofort darüber informiert, wenn von mir ein neues Video online kommt. Ja, Leute, und mehr kann ich nicht sagen. Ich würde einfach sagen dann noch, dass ich euch einen messercoolen Tag wünsche und dass hoffentlich bei euch die Sonne scheint. Bei mir ist heute nicht so, ja. Aber wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder im nächsten Video, vielleicht auch wieder mit einem neuen Messerschätzchen, wer weiß. Also seid gespannt. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss. Ciao.